Genau, super. Dankeschön. Du kannst dann auch schon auf die erste Folie klicken. Genau. Also, wir haben gesehen, dieser Begriff Teilhabe hat eine wahnsinnige Bandbreite, aber wenn man nachliest, sich die Literatur anschaut, dann wird dieser Begriff eigentlich nie näher erläutert, als würden alle immer wissen, wovon man redet, wenn man von Teilhabe redet. Aber offensichtlich verstehen die einen, haben ein ganz starkes Verständnis von Teilhabe, da ist nicht nur dabei sein, sondern da ist es auch mitbestimmen, mitwirken, Einfluss haben und nicht nur passiv dabei sein. Aber offensichtlich, also für die, also auch in der Fachliteratur redet man nur, also ganz oft nur von Teilhabe und definiert diesen Begriff nicht näher. Auch wir in unserer Arbeit, da geht es auch immer um Förderung von Teilhabe. Aber wir müssen es ja auch messen können, was wir da machen. Und deswegen haben wir uns jetzt überlegt, wie können wir dieses Thema aufarbeiten, ohne dass es jetzt stundenlang geht und ganz tröge wird. Und deswegen haben wir uns eben drei Thesen ausgesucht, die zum Teil vielleicht auch ein bisschen provokativ sind und die wir Ihnen jetzt vorstellen möchten. Die erste These lautet, Teilhabe ist nicht gleich Teilhabe. Da die Frage, ist Teilhabe mehr als dabei sein? Und was ist eigentlich Partizipation? Ganz oft ist, also wir hatten es jetzt hier nicht, aber ganz oft wird Teilhabe und Partizipation synonym verwendet. Und da ist die Frage, ist es eigentlich tatsächlich dasselbe? Sind tatsächlich Teilhabe und Partizipation dasselbe? Und wenn man da ein bisschen nachforscht, dann stellt man fest, dass das eine laxe Übersetzung ist aus dem Englischen. Und zwar gibt es da den Begriff Participation. Da gibt es Teilhabe nicht, da gibt es nur Participation. Und es gibt einen Bericht der WHO und da wird Partizipation übersetzt als einbezogen sein in eine Lebenssituation. Also das ist eine soziale Teilhabe. Aber Partizipation bedeutet im Deutschen eigentlich eher die Beteiligung von Menschen an Entscheidungsprozessen und Einflussnahme auf das Ergebnis. Das heißt, es ist das aktive Dabeisein. Und ich habe da auch ein sehr schönes Beispiel gefunden, wie man Teilhabe und Partizipation schön unterscheiden kann. Und zwar Teilhabe ist es, wenn Menschen mit Behinderungen ein Gebäude barrierefrei begehen können. Ein Beispiel für Partizipation ist es, wenn man diese Menschen bei der Planung der Gebäude mitentscheiden lässt. Na? Hier steht bitte Answer Garten ausblenden. Danke. Das haben wir aber eigentlich schon gemacht. Entschuldigung. Vielleicht haben Sie Ihren Bildschirm noch Genau, offen. Ich das glaube, das ist genau. Funktionstaste F5. Dankeschön. Genau. Also Partizipation, Teilhabe, eigentlich sind es zwei unterschiedliche Paar Stiefel. Im Alltag wird es aber häufig vermischt. Und jetzt ist es ja so, unser täglich Brot an der Uni ist es ja, nicht nur in Projekten zu arbeiten, sondern auch Gelder zu akquirieren für Projekte. Und da muss man dann Anträge schreiben. Und wenn man dann sagt, wir möchten mit unserem Projekt die Teilhabe fördern, dann müssen wir das ja auch irgendwie quantifizierbar machen. Wir müssen es operationalisierbar machen. Wir können nicht nur sagen, wir müssen Teilhabe fördern, sondern wir müssen zeigen, dass wir Teilhabe gefördert haben. Und da sind wir eben auf ein sehr schönes, eine sehr schöne Darstellung gekommen, auf ein sehr schönes Modell gekommen. Sophia, du darfst einmal klicken. Und zwar gibt es eine Taxonomie von Frau Levasseur und Kollegen. Und zwar geht es da um soziale Teilhabe. Das Modell ist etwas schwierig für uns eigentlich, einerseits, andererseits auch nicht, weil Frau Levasseur ist kanadische Forscherin und die hat sich zusammen mit ihren Kollegen angeschaut, wie wir denn in der englischsprachigen und in der französischsprachigen Literatur der Begriff Participation verwendet und in welchen Zusammenhängen. Und sie hat dann da unterschiedliche Stufen festgestellt. Das beginnt mit
der Aktivität zur Vorbereitung auf Beziehungsaufnahme. Das geht dann in Stufe 2, wird Partizipation auch verwendet, dass man unter Menschen ist, dass man sozialen Kontakt aufbaut, erstmal ohne ein bestimmtes Ziel, dass man in Stufe 4 mit anderen etwas unternimmt, dass man kooperiert, Stufe 5, dass man anderen hilft und Stufe 6, das ist dann das, wovon wir auch im Deutschen dann unter Partizipation sprechen würden, dass man einen Beitrag für die Gesellschaft und die Gemeinschaft leistet. Und die haben irgendwie um die 5000 Artikel analysiert und kamen dann auf diese Taxonomie. Und ist bei diesen Artikeln, die sie analysiert haben, ging es nicht nur um Partizipation, Teilhabe allgemein, sondern in Bezug auf ältere Menschen. Aber man sieht hier an diesem Modell, dass es doch eher passiv ausgerichtet ist, also dass da ganz oft von Teilhabe die Rede ist, wenn es eigentlich nur ums Dabeisein ist. Vorstufen quasi, könnte man auch sagen. Da werde ich Ihnen gleich noch ein zweites Modell zeigen. Wenn du jetzt noch einmal klicken würdest, Sophia, dann sieht man nämlich, es gibt eine Erweiterung von Frau Allenspach, die hat gesagt, zwischen Stufe 5 und Stufe 6 müsste eigentlich noch die Stufe 5,6 quasi, und zwar sich von anderen helfen lassen, ist auch noch ein Punkt, der zur Teilhabe gehört. Genau. Wir haben auch noch ein anderes Modell. Sophia, du darfst noch einmal klicken und dann ist es auch schon vorbei mit den Modellen und mit der dröden Theorie. Und zwar ist es ein Stufenmodell der Partizipation und da geht es wirklich um Mitentscheidung, also der strenge Partizipationsbegriff. Und zwar ist es aus dem Bereich der Gesundheitsförderung von Wright, Block und von Unger. Und die unterscheiden, haben also auch noch Vorstufen, die sie ganz klar Nicht-Partizipation nennen, und zwar Instrumentalisierung und Anweisung. Das heißt, dass man bei der Instrumentalisierung die Zielgruppenmitglieder lediglich als Dekoration begreift, als ja, so, ne, wir haben euch auch eingeladen, ihr dürft auch dabei sein, aber eigentlich es interessiert uns nicht, ob ihr jetzt da was zu beizutragen habt oder nicht. Aber so fürs Foto ist es ganz schön, wenn alle dabei sind. Und dann kommen die Vorstufen der Partizipation, dass man sich vielleicht mal auch anhört, was die Zielgruppe zu sagen hat, dass man sie vielleicht auch einbezieht, aber ja, es ist noch nicht so ganz. Und dann ist die wirkliche Partizipation, die dann mit der Mitbestimmung anfängt. Also, dass man nicht nur anhört, was die Leute zu sagen haben, sondern dass sie auch wirklich mitbestimmen können im Entscheidungsprozess. Und die haben dann ganz zum Schluss noch eine Stufe, die über die Partizipation hinausgeht. Und das ist dann die Selbstorganisation. Aber die interessiert uns jetzt nicht mehr. Genau. Und jetzt würde ich auch schon an meine Kollegin abgeben. Dankeschön. Danke, Eva. Ja, ich würde, bevor ich inhaltlich weitermache, jetzt gerne den Markus bitten, dass er die zweite Zoom-Umfrage startet. Mit der Frage, glauben Sie, dass eine vollständige Teilhabe im Alter möglich ist? Da geht sie auch schon los. Vielen Dank. Jetzt sehen Sie alle eine Ja-Nein-Frage auf Ihrem Bildschirm. Genau, jetzt wird schon fleißig abgestimmt. Okay, interessant. Es hält sich jetzt auf jeden Fall wohl sehr die Waage. Das ist die Kontrolle, ob die anderen Teilnehmer eingeschlafen sind. Also wir haben 80%, die noch dabei sind, 20%, die möglicherweise eingeschlafen sind. Oder gerade einen Kaffee holen. Okay, Das liegt aber nicht an eurem Vortrag. 80%. Das hoffe ich doch, ja. Ich würde 80 Prozent. die Umfrage gerade beenden, oder? Ja, gerne. Genau, 80% ist ja auch eine gute Quote, Beteiligungsquote. Wir sehen, es ist fast genau Gleichstand. Das sind fast amerikanische Verhältnisse bei der Wahl. 51% sagen ja, 49% sagen nein. Sehr interessant. Gut, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, da waren Sie, das ist sehr spannend, optimistischer als wir.
Weil unsere zweite These ist nämlich, dass grenzenlose Teilhabe im Alter unmöglich ist. Das ist aber, wir haben ja auch gesagt am Anfang, beziehungsweise Eva hat gesagt, wir wollen auch etwas provokative Thesen aufstellen. Dann fällt einem die Diskussion vielleicht manchmal leichter. Genau, ja. Wir haben uns nämlich, wir haben ja auch einiges gelesen zum Thema Teilhabe und wir sind da auf relativ viele Hürden auf dem Weg zur Teilhabe gestoßen, gerade wenn Menschen älter sind. Ja, jetzt schauen wir uns mal an, was so Hürden eventuell zwischen dem Mensch und der Teilhabe stehen könnten. Ja, wie Eva auch schon kurz erwähnt hatte, Teilhabe ist ein Menschenrecht, das ist ein Fakt. Das sagt die WHO, das steht zum Beispiel in den alten Berichten der Bundesregierung, die regelmäßig erscheinen. Teilhabe ist ein Menschenrecht, aber stopp, haben ältere Menschen die gleichen Chancen auf Teilhabe? Wie sieht es aus mit sozialer Ungleichheit? Wie sieht es aus mit den Finanzen, mit der Rente? Ja, reicht das Geld, das mir zur Verfügung steht, zum Leben? Spielt vielleicht bei der Teilhabe auch mein Geschlecht eine Rolle? Oder mein Bildungsstatus? Habe ich vielleicht altersbedingte Einschränkungen? Und was ist mit meinem Gesundheitszustand? Kann ich in meiner gewohnten Umgebung bleiben oder muss ich vielleicht umziehen? Bin ich mobil? Habe ich Zugang zu Verkehrsmitteln? Kann ich selbstständig das Haus verlassen? Und zu guter Letzt, was ja auch viel hier das Thema noch sein wird, habe ich Zugang zu neuen Medien und zum Internet? Ja, das alles könnten sozusagen Hürden auf dem Weg zu grenzenloser Teilhabe im Alter sein. Und es geht noch weiter. Ja, warum ist denn Teilhabe im Alter schwierig oder warum kann sie schwierig sein? Der Staat, die Kommune haben ja eine Daseinsfürsorge für die Bürgerinnen und Bürger. Und da wäre es wichtig, wenn man aus der Daseinsfürsorge auch mal die Daseinsvorsorge macht und also sozusagen bevor der Ernstfall eintritt, wie zum Beispiel eine Erkrankung, eine neu eintretende Einschränkung, dass man Strukturen vorher schon schafft, ein Hilfenetzwerk aufbaut. Man sollte Menschen, anstatt sie auszuschließen, versuchen, auf neuen Wegen einzuschließen, also trotz des Alters ebenbürtig in der Gesellschaft als ebenbürtiges Glied der Gesellschaft angesehen zu werden? Und wie könnte, was wäre eine Möglichkeit dazu? Intergenerationelles Arbeiten, zwischen den Generationen voneinander lernen. Ja, und was ist eigentlich mit denen, die nicht teilhaben wollen oder nicht teilhaben können, zum Beispiel an der Digitalisierung? Gibt es für sie in Zukunft keinen Platz mehr? Dann würde ich jetzt gerne eine Frage an Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer stellen, vielleicht ganz kurz mit Blick auf die Zeit. Fallen Ihnen denn typische Klischees zum Alter ein? Vielleicht Vorurteile oder bestimmte Redewendungen? Wenn da vielleicht 2, 3 Leute eine Idee dazu haben, würde ich mich freuen, wenn jemand was sagen könnte. Ein Vorurteil zum Thema Alter oder Altern. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Markus, ich weiß nicht, ob du gespickelt hast. Nein, ich habe nicht gespickelt. Okay, sehr interessant, ja. Das brauche ich nicht mehr. In den Chat. Wie bitte? Das brauche ich nicht mehr, das interessiert mich nicht. Alter schützt vor Torheit nicht. Ja, hoffentlich. Häufig ein Synonym, sich mit Neuem zu beschäftigen. Solange ich lerne, lebe ich.
Je aller, desto doller, habe ich gerade verstanden. Genau, aber ich habe jetzt noch mal eine grundsätzliche Frage. Ab welchem Alter reden Sie denn? Ab 65 oder ab 70, 75? Oh, der Ton ist gerade ganz, ja, ganz schwierig. Also die Frage, vielleicht, da hat sich irgendjemand... Ich schalte einfach mal alle Teilnehmer stumm. Und jetzt müsste es, jetzt müsste Sophia und Eva sich wieder freischalten. Da gab es Rückkopplungen. Die Frage war, was bedeutet denn überhaupt Alter, beziehungsweise ab wann ist man alt? Ah ja. Ich weiß also, nicht, ob du direkt darauf eingehen willst oder ob wir danach darüber diskutieren sollen. Also ich kann ganz kurz was dazu sagen, aber wir können es gerne noch vertiefen später. Also man kann eigentlich nicht sagen, dass das Alter ab einem ganz bestimmten Lebensalter beginnt, denn das Alter ist ja wirklich sehr, sehr heterogen. Hier schreibt jemand ab 101, interessant. Genau, also es ist wirklich, man kann ältere Menschen nicht gut untereinander vergleichen, denn es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und es ist vielleicht die Frage auch, wie fühle ich mich? Genau, also es gibt keine eindeutige Definition davon, wann Alter losgeht. Genau, vielen Dank für Ihre vielen Beiträge zum Thema. Okay, jetzt mache ich hier irgendwas Komisches mit der Folie. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Bitte ignoriere das. Ich versuche das gleich. Das bist du, Markus? Nein, das bin nicht ich. Das ist irgendein Teilnehmer, der zeigen möchte, dass er die Kommentarfunktion beherrscht. da du teilst, kannst nur du das wieder löschen. Das heißt, wenn du oben aufs Teilen gehst, über die Optionen anzeigen oder dieses Stoppzeichen drüber, da geht eine Kommentarleiste auf und da kann man alle Zeichnungen löschen. Ich kann es leider nicht von hier aus machen. Ah, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich irgendwie die Präsentation beendet. Ja. Mal ganz kurz, also vielen Dank für die vielen Kommentare im Chat. Wir werden danach, also nach unserem kurzen Impuls, noch diskutieren. Da gehen wir dann nochmal auf Ihre Anmerkungen ein. Genau. Ich habe jetzt einfach die Freigabe kurz unterbrochen. Und wenn du jetzt neu startest, ist das auch wieder weg. Ah ja, super, vielen Dank. Dann gehe ich mal ganz schnell. Genau. Am besten erst die Präsentation wieder, wieder in Präsentationsmodus und dann wieder teilen. Mhm. Genau. Genau. Es gibt inzwischen auch noch weitere Hinweise, was das Thema Altern angeht. Da können wir ja nachher nochmal drüber reden. Ein Kommentar war: alt werden ja, alt sein nein. Genau. Ja, da gibt es wirklich sehr viel spannende Themen, über die man sich austauschen kann. Genau. Ich würde jetzt einfach mal weitermachen mit dem Vortrag und unserer dritten These, die mein Chef ja anscheinend erahnt hat. eins der Vorurteile zum Thema Alter und Altern ist eben genau dieser Satz: was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Das wäre ja ein Beispiel für ein Vorurteil, für ein negatives Altersbild. Ja, und wir sagen in unserer dritten These, negative Altersbilder erschweren auf jeden Fall Zugänge zur Teilhabe oder zur grenzenlosen Teilhabe im Alter. Und diese negativen Altersbilder, da haben wir ja gerade schon ganz viele Beispiele gehört von Ihnen dazu. Und deswegen würde ich gerne gleich weitermachen und eben sagen, es wäre sehr, sehr gut, wenn man das Alter eben neu denken würde, wenn die Gesellschaft also ihre negativen Altersbilder hinter sich lassen würde und einen neuen Ansatz zum Thema Alter sozusagen sich erarbeitet. Und sicherlich ist es an vielen Stellen auch schon der Fall. Genau, und zwar
wenn man das Alter neu denkt, dann ist auf jeden Fall ganz wichtig zu sagen, dass Veränderungspotenziale auch bei älteren Menschen auf jeden Fall in hohem Maße noch gegeben sind, zum Beispiel beim Lernen und beim Denken. Und nicht nur Veränderungspotenziale, sondern auch Selbstgestaltungspotenziale, also sich neue, bedeutsame Ziele zu setzen, gerade wenn vielleicht alte Rollen, die man früher hatte, zum Beispiel im Berufsleben, wegfallen. Und da werden subjektiv und emotionale Ziele ganz besonders wichtig. Und eben auch bedeutsame Beziehungen werden immer wichtiger, denn der Personenkreis, mit dem ich im Alter zu tun habe, wird vielleicht enger. Und deswegen werden bedeutsame Beziehungen viel stärker gepflegt und treten mehr in den Vordergrund. Ja, und ein hohes Sorge- und Mitverantwortungsmotiv will gelebt werden. Das bedeutet also, ja, was meinen wir damit? Ich muss mal hier kurz meine Notizzettel sortieren. Auch ältere Menschen oder gerade ältere Menschen haben ein hohes Bedürfnis nach erlebter Zugehörigkeit, nach Würde und möchten also Verantwortung übernehmen in ihrer Kommune, in ihrer Stadt, in ihrer Familie, in ihrer Nachbarschaft. Und eine Chance, mehr in diese Richtung zu tun, Angebote zu schaffen, mehr Bildungsangebote zu schaffen. Welche Chancen könnte man damit wahrnehmen, wenn man Bildungsangebote gestaltet? Bildungsangebote haben die Chance, kognitive Leistungsfähigkeit zu erhalten und zu stärken. Sozialen und emotionalen Austausch in den Fokus zu setzen. Entwicklungspotenziale zu verwirklichen, den Wunsch zum Gemeinwohl beizutragen, zu fördern und Ermöglichungs- und Gelegenheitsstrukturen zu forcieren. Also wenn ich mich einbringen will in meine Kommune beispielsweise, ist es ja erstmal ganz wichtig, dass es die Struktur dafür gibt, wo kann ich mich genau einbringen, wo sind Anknüpfungspunkte. Und das wäre eine Chance von Bildungsangeboten. Genau, soweit zu mir und jetzt gebe ich nochmal ab zu Eva mit unserem Fazit. Genau, danke schön. Ja, Teilhabe ist ein Menschenrecht. Wir haben es jetzt schon mehrfach gehört, aber ich finde, man kann es nicht oft genug betonen, weil es einfach einen großen Unterschied gibt zwischen dem, wie es sein sollte und dem, wie es in der Realität ist. Es sollte also keinen Unterschied machen, ob ich auf dem Land wohne, ob ich arm bin, ob ich alt bin, ob ich eine Behinderung habe oder ob ich fit bin. Menschenrechte gelten für alle. Es sieht aber in der Realität so aus, wenn ich im 8. Stock wohne, in einem Haus ohne Aufzug, wenn Treppensteigen für mich ein Problem ist und ich eine knappe Rente habe, dann ist Teilhabe ein ganz anderes Thema, als wenn ich jugendfit, mobil und finanziell gut ausgestattet bin. Bei Teilhabe geht es aber nicht nur darum, dass Strukturen geschaffen werden, die Teilhabe ermöglichen, sondern es geht auch darum, dass man da keine Pflicht zur Teilhabe macht, sondern dass es eben die Möglichkeit geben muss, dass Menschen, egal welchen Alters, teilhaben können am Leben. Eva, soll ich jetzt unsere letzte Folie zeigen? Ja, auf die letzte wollte ich gerade sagen, genau. Zwei dumme, ein Gedanke, genau. Die letzte Folie. Und es geht uns eben darum, dass Teilhabe quasi die wichtige Voraussetzung ist, damit Menschen selbstbestimmt altern können. Genau. Und es geht auch darum, das hat ja Sophia jetzt nochmal am Schluss sehr betont, es geht nicht nur darum, dass es wichtig ist für das einzelne Individuum, sondern es geht auch darum, dass wir als Gesellschaft davon profitieren, wenn alle teilhaben. Da gehen ganz große Potenziale verloren, wenn man die Menschen ab Beginn der nachberuflichen Phase nicht mehr teilhaben lässt. Und wie schlimm das ist, wenn man die Menschen nicht mehr teilhaben lässt, wenn zum Beispiel gerade jetzt in der Corona-Krise man feststellt, man hat keine digitalen Kompetenzen, dann ist es mit der Teilhabe verdammt schwierig. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass Sie in Ihren
Entschuldigung, jetzt habe ich gerade den Kommentar gelesen, wo ist der Helm? Ja, das ist die gute Frage. Wir achten nächstes Mal besser bei der Bilderauswahl drauf. Genau. Aber es ist ganz wichtig, dass es eben Initiativen gibt, die auch die digitale Teilhabe fördern im Alter. Genau. Und Markus, wie sollen wir es jetzt machen? Sollen wir jetzt schon diskutieren oder sollen wir erst eine... Wir machen, also mein Vorschlag wäre, dass wir jetzt noch kurz Rückfragen zulassen und dass wir danach dann eine Pause machen von etwa 10 Minuten und wenn wir dann zurückkommen, wir in die Arbeitsgruppen gehen und dann die Arbeitsgruppen machen und nach den Arbeitsgruppen dann nochmal gemeinsam im Plenum diskutieren können. Das heißt, Sie haben jetzt die Möglichkeit, auch einfach noch Rückfragen zu stellen, Verständnisfragen, die sollten wir jetzt behandeln. Inhaltlich darüber diskutieren wollen wir nach der Pause. Haben Sie noch Verständnisfragen? Ja, Mamadou, ist das richtig ausgesprochen? Sie müssen Ihr Mikrofon freischalten. Ja, also Mamadou. Mamadou, okay. Ich wollte nur zu diesen Stufen sagen, das habe ich auch geschrieben. Sie haben immer wieder ergänzt durch zum Beispiel Instrumentalisierung der Zielgruppe. Sie haben dazu gesagt, der Zielgruppe. Das heißt, auf der linken Seite, wo die Stufen sind, da müsste immer einmal die Zielgruppe gemeint gewesen sein und auf der rechten Seite derjenige, der die Zielgruppe sozusagen moderiert oder führt oder zusammengerufen hat oder sowas. Also diese Sache muss mal dazu geschrieben werden, sonst... Mhm. Hat das nicht sehr viel, also das heißt, man würde nicht wissen, worum es geht. Einmal die Zielgruppe auf der einen Seite, die sozusagen das Subjekt ist, und auf der rechten Seite das Subjekt auf der rechten Seite und das Objekt auf der rechten Seite. Ja, da haben Sie recht, das kann man ergänzen, ja. Sodass man dann differenzieren kann. Ja. Wobei ich würde eigentlich sagen, von dem Bild her, ist es ja so, wenn man Partizipation jetzt von unten nach oben hin aufsteigend sieht, dann ist ja das Subjekt eigentlich oben und das Objekt unten. Also im Grunde genommen geht es ja genau um so einen Wandel, weil es geht letzten Endes darum, dass die, es gibt ja nicht nur eine Zielgruppe, sondern dass die Adressaten, die Menschen, um die es geht, dass sie aus so einer Objekthaltung in eine Subjekthaltung, also in eine aktive Teilhaberolle kommen müssten. Das ist zumindest in dem Schema das, was Wright und von Unger damit eigentlich sagen wollen. Deren Ziel ist es zu sagen, die Leute sollen nicht instrumentalisiert werden, sondern sie sollen selbst in der Lage sein, ihre Positionen, ihre Vorstellungen, ihre Bedürfnisse dann auch umzusetzen. Ja, ich wollte nur sagen, es müsste so klar sein, dass man nicht nachfragen müsste, um die Sache zu verstehen und dann auch irgendwie so eine Rollen durcheinander kommt. Genau, so, hier werden jetzt gerade im Chat auch noch Online-Petitionen verschickt. Ich glaube, die gucken wir uns später dann nochmal an. Wir würden alle Link-Tipps, die im Chat sind, dokumentieren und in das Etherpad rübernehmen, damit die dann nicht verloren gehen, weil der Chat, der verschwindet, wenn man die Sitzung beendet. Gibt es denn noch Fragen? Es gibt jetzt gerade noch die ganz offene Frage, die ist eine große Frage, Teilhabe an was? Es ist doch unmöglich, an allem teilzuhaben. Genau, sehr, sehr guter Punkt. Man kann nicht an allem teilhaben. Irgendjemand hat auch davor geschrieben, das ist doch nicht nur bei älteren Menschen so. Das stimmt, genau. Es ist nicht nur bei älteren Menschen so. Bei älteren Menschen kommt aber dann häufig noch das Problem der eingeschränkten Gesundheit und irgendwann vielleicht auch der kognitiven Einschränkungen dazu.
Aber es geht eigentlich nicht nur darum, wo an allem teilzuhaben, sondern es geht die Möglichkeit, dass man, es geht darum, dass man die Möglichkeit hat, teilzuhaben. Beziehungsweise überall da mitreden zu dürfen, wo, wo es die eigenen Lebensinteressen und das eigene Leben betrifft. Also das ist übrigens die Definition für Teilhabe für junge Menschen, die in der Kinder- und Kinder-UN-Charta auch verankert ist, dass Kinder und Jugendliche eben an den Entscheidungen, die ihr eigenes Leben betreffen, teilhaben sollen. Also man sieht, auch diesen Begriff gibt es eben nicht nur für Ältere, sondern für alle Generationen. Genau. So, sollen wir hier einen Break machen, weil sonst wird die Pause so kurz. Und es fände ich einen schlechten Einstand, wenn wir gleich am Anfang die Pause den Leuten nehmen.